Heute geht es nicht um die Blackmagic Mini-Familie Ether Mini Mini Pro Mini Pro ISO, sondern um die YOLO-Box. Hallo, mein Name ist Christoph Eichler von JTech und wer mein letztes Livestream gesehen hat, der hat mitbekommen, dass ich jetzt auch mit der YOLO-Box intensiv arbeite, vor allen Dingen, wenn es nach draußen geht und ich auf die Art und Weise mobil werde. Doch bevor ich auf die YOLO-Box eingehe, habe ich natürlich meine Bitte. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben, seid so freundlich, abonniert meinen Kanal. Das hilft euch, dass ihr mitbekommt, wenn ich ein neues Video habe. Und mir hilft es, den Kanal aufzuwerten. Wenn das Video euch gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Sollte es euch nicht gefallen, könnt ihr mir gerne auch einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir doch freundlicherweise in die Kommentarzeile rein, was euch nicht gefallen hat, damit ich daraus lernen kann beim nächsten Video. Ja. Und sollten Fragen übrig sein nach dem Video, dann könnt ihr mir gerne diese Fragen in die Kommentarzeile geben. Ich werde sie im Anschluss so schnell wie möglich beantworten. So, aber jetzt gehen wir zur YOLO-Box. Die YOLO-Box ist seit gut einem Jahr auch auf dem Markt. Ist ein mobiles Gerät mit dem eingebauten Akku. Und ich habe die Möglichkeit, draußen ohne Akku, ohne Netz direkt zu streamen. Wie das funktioniert, wollen wir uns gleich angucken. So, hier haben wir die YOLO-Box. Hier ist sie. Sie hat einen Touchscreen. Ist also wie ein etwas dickeres, kleines Tablett aufgebaut und hat eine ganze Menge Anschlüsse. Hier oben. Und auf der Unterseite. So, das gucken wir uns mal am besten schematisch an. So, hier sieht man die Oberseite. Wir haben hier die Möglichkeit, zwei HDMI-Eingänge dazu zu nehmen. Also zwei HDMI-Kameras. Wir haben die Möglichkeit, USB-Anschluss zu machen, also eine USB-Kamera oder einen USB-Stick möglicherweise. Wir haben hier einen HDMI-Ausgang. Hier haben wir einen Anschluss für ein Netzwerkkabel, um es auch zu Hause ans Netzwerk anzuschließen. Hier haben wir einen Line-In-Eingang, also 3,5er Klinkenstecker. Und hier ein USB-C-Anschluss zum Laden des Geräts. Ja, also gehen wir die Unterseite des Geräts, hat auch noch Anschlüsse. Hier haben wir die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen, einen Slot für eine SIM-Karte, einen Slot für eine SD-Karte, die bis 128 GB geht. Allerdings ist dabei zu beachten, dass sie auf FAT32 formatiert sein muss. Und hier haben wir den Ein- und Ausschalter. So, ansonsten ist das, haben wir hier noch einen Anschluss, um dieses Gerät auf Kamerastative zu schrauben. Ja, gehen wir wieder direkt drauf. So, also ich habe schon erwähnt, wir haben einen Touchscreen. Ich kann hier mal auf die Einstellungen gehen und gehe mal auf die Network Settings. Da kann man sehen, was ich betreiben kann. Also ich kann direkt über ein Netzwerkkabel anschließen. Ich kann Hotspot und Tethering. Also ich kann Hotspots, WLANs anschließen, kann damit arbeiten und kann auch mit einem Mobile Network über die SIM-Karte in LTE arbeiten. So. Grundsätzlich kann ich hiermit
mit Facebook, YouTube und Twitch als voreingestellte Streaming-Server arbeiten. Twitter ist gerade wohl noch in der Mache, das ist noch nicht draußen. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, auch weitere RTMP-Server hier zu definieren. So, fangen wir jetzt mal damit an. Er möchte, dass wir einen Livestream hinzufügen. Dem muss ich einen Namen geben. So, ich sag mal Test. Ich könnte jetzt hier noch eine Beschreibung erfassen. Wenn ich diese Beschreibung wird dann zum Beispiel bei YouTube dann unter Beschreibung aufgeführt. Der Name oben ist dann der Name des Streams. Und ich kann hier auch ein Scheduling betreiben, also sagen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit soll denn der Livestream durchgeführt werden. So, will ich jetzt gerade nicht, mach Create. So, jetzt kommen wir zu diesen Kacheln. Hier haben wir die Kachel von unserem Test-Livestream. Hier können mehrere Kacheln gleichzeitig aktiv sein, wenn ich mehrere Streams geplant habe. So, ich habe hier unten zwei Eingabequellen, HDMI 1, HDMI 2. Die entsprechen hier meinen Eingängen. Ich habe den HDMI 1 aktuell aus dem Multiview meines Atem Mini Pro genommen und den HDMI 2 habe ich aus dem Eingang meines Atem Minis über einen Splitter dupliziert und dort eingeführt, so dass ich das jetzt hier habe. Was ich zusätzlich gemacht habe, ich habe den Ausgang hier in mein Atem Mini Pro auf den Kanal 4 gelegt, so dass ich das auch wieder hier einblenden kann, was ich hier sehe. Also, wenn ich jetzt hier auf den 4-Schalter, dann können wir sofort das Bild sehen, womit ich jetzt hier auch arbeite. So. Und ich kann hier entsprechend umschalten. Und bin hier dabei. So, jetzt wird sicherlich mein Ton nicht mehr synchron sein zu dem kleinen Bildchen, weil es möglicherweise noch eine Verzögerung gibt, hier reinzukommen. So, aber gehen wir mal weiter. Also, ich habe hier den Bildschirm aufgeteilt, er ist halbiert, einmal auf die Mixmöglichkeiten, also das heißt, hier habe ich mein Multiview drauf, alles was ich schalten kann und mein Mischergebnis und hier habe ich auch die Knöpfe Streaming Live zu schalten oder hier mit dem Kamerasymbol auch tatsächlich, ich gehe nochmal hier drauf, hier sieht man dann hier oben das Kamerasymbol und hier den Knopf für das Streaming. Hier habe ich die Möglichkeit, dieses Fenster auch ganz groß zu machen. Entschuldigung, eine andere Ansicht, in eine größere Ansicht zu kommen. So, auf der Seite haben wir dann unsere Server, auf die wir streamen können. Also, ich habe jetzt hier zwei verschiedene YouTube-Kanäle, die ich hier angegeben habe. Ich habe einen Facebook-Kanal und ich habe die Möglichkeit unten in der letzten Zeile Custom RTMPs, also das heißt hier nicht standardmäßig definierte Streaming-Server zu hinterlegen, also die Einstellung zu hinterlegen und darauf zu streamen. So, das mache ich, indem ich den Link hier entsprechend draufsetze. Gut, dann können wir auf den zweiten Knopf gehen. Ich habe jetzt auf die Audioeinstellungen umgewechselt.
Und wir haben jetzt hier bei den Audioeinstellungen die Möglichkeit, das Monitoring einzustellen. Das ist hier die obere Ebene. Entschuldigung. Damit regle ich die Lautstärke meines Kopfhöreranschlusses. Muss mal was trinken, sorry. So, ich kann dann hier auch definieren, dass automatisch meine Tonquelle gesucht wird. Also je nachdem, was ich gerade aktiv habe, HDMI 1, 2, USB oder Line-Input, wechselt er automatisch. Oder ich kann auch umstellen und kann sagen, HDMI 1 ist meine Standard-Tonquelle. Auf die Art und Weise bleibt das immer konstant, egal was ich umschalte. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte. So, dann habe ich hier noch die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Also hier kann ich den Switching Mode einstellen für die Karten. So, das war die zweite. Ich wollte eigentlich den oberen. Also mit einem einfachen Klick switchen oder mit einem Doppelklick zwischen den Kanälen hin und her schalten. Also, das heißt, ich habe einfaches Klicken eingestellt, also mit einem Tastendruck wechsle ich zwischen den Kanälen hin und her. So, dann hatte ich vorher dieses SD-Card Video Switching Settings. Das heißt, Pause, wenn umgewechselt wird, Resume first frame and pause when switching und continue playing when switching. Also das heißt, da kann ich dann definieren, ob ich mit Pause unterbrechen und es geht dann weiter oder ob ich dann immer von vorne anfange, wenn ich drauf gehe auf das Video. So. Also was mir auch aufgefallen ist, entweder habe ich zu dicke Finger oder die Positionen auf dem Bildschirm sind nicht richtig kalibriert. Ich habe aber auch nicht gefunden, wo man es nachkalibrieren kann. So, ich habe hier das SD-Karten-Management. Da sieht man, welche Videos schon auf der Karte drauf sind. Da kann ich auch dann löschen, kann sehen, wie viel Platz habe ich noch drauf, etc. So, dann habe ich den HDMI Loop Through an oder aus. Das heißt, den HDMI-Ausgang, je nachdem, was ich machen möchte, ob ich den ob ich den HDMI durchgeschleust bekomme oder mein Ausgabe, was ich auf dem Bildschirm sehe, durchschiebe. Wenn ich HDMI Loop Through mache, bekomme ich natürlich nicht die Mischergebnisse, sondern tatsächlich nur das durchgeschleuste Bild auf meinem HDMI Out. So, ja. Und dann kann ich hier noch die Video Source Transitions definieren. Also das heißt, was soll passieren, wenn ich zwischen den Quellen wechsle? Gibt es einen Cut? Gibt es einen Wipe? Ein Translation? Ein Window Slice? Das kann ich hier alles denn definieren. Also ich bevorzuge einen Cut hierbei. Und manchmal, so, okay, will er nicht so richtig. Damit wären wir bei den Einstellungen durch. Springen wir jetzt mal hier vorne drauf, das sind die Overlays. Ich habe ja die Möglichkeit, mehrere Overlays zu definieren. Was sind Overlays? Das können zum einen Logos sein, also wenn ich hier draufklicke, poppt mein JTAG-Logo auf.
kann ich hier auch wieder mit draufdrücken, wieder wegnehmen. Und ich kann hier zum Beispiel Lower Thirds definieren. Einblenden und ausblenden. So, wie kann ich das jetzt hier definieren? Ich kann hier Plus, und dann kann ich sagen Image Overlay, also ein Logo machen. Oder ich kann Lower Thirds bei den Image Overlays kann ich jetzt verschiedene Logos hier definieren. Ja, kann ich jetzt, nehmen wir mal hier das da. So, jetzt habe ich hier das Logo definiert und kann es entsprechend skalieren. Und kann es übernehmen. Dann hätte ich jetzt wieder eins. Wenn ich eins löschen will, halte ich die Taste länger gepresst, kann sie bearbeiten oder kann sie wegwerfen. So, das ist also hier die Logik, die ich jetzt hier drin habe, um Logos zu machen. Ich kann hier auch wieder drauf gehen und kann Lower Thirds angeben. Da gibt es mehrere vordefinierte, also zentrierte in der Mitte, hier oben links anschlagende Lower Thirds oder entsprechend einfach nur ohne Hintergrund mit leichten geschwärzten oder hier Rolling Captions mit bis zu 100 Wörtern Lauftext einzugeben. Ne? So. Die kann ich jetzt ja auch definieren. Das ist also alles kein Hexenwerk, was ich hier machen kann. Und wie schon erwähnt, einmal draufdrücken, ist es da. Weg draufdrücken, ist es weg. Und das kann ich dann auch während meines Streams entsprechend machen. So, das sind die Overlays. dann habe ich hier Add Source. Also ich habe jetzt hier automatisch erkennt er immer die HDMI-Quellen, die angeschlossen sind. Sollte man sie nicht erkennen, dann muss man gegebenenfalls den Stecker nochmal ziehen, nochmal reinstecken. Das kann mal passieren, dass er das nicht erkennt. Ist mir jetzt auch schon mehrfach draußen passiert. Jo, ist so. Also ich habe hier die Möglichkeit, alles, was hinterlegt ist, auch auszuwählen. Also ich habe jetzt keine HDMI weiter, HDMI 1 oder 2, die sind schon dran. USB habe ich keines angeschlossen. Aber ich kann SD-Card Video hinzufügen, und zwar 1. Da guckt er, was habe ich hier an. So, nehmen wir hier mein Intro. Und na, sollte er eigentlich ups, das ist zu viel des Guten. So. Jetzt hat er, hier kann ich dann auch das Intro abspielen. Und stoppen. So, hier hatte er mir die Sachen umgestellt. Er hat mir jetzt den HDMI Loop-Through eingestellt. Deswegen war ich jetzt gerade überrascht, dass auf einmal alles weg war. Warum? Keine Ahnung. Eigentlich hatte ich die Seite nicht auf und ich hatte es auch nicht angeschlossen gehabt. Also merkwürdig. Er hat es ja vorher ausgestellt gehabt, den Loop-Through.
Gut, also, das war jetzt das Thema mit den SD-Card-Videos. Ich kann auch dann das Video wieder löschen, weil ich kann immer nur ein einziges dann auch drin definieren. So, ich kann weitere nehmen. Ich kann jetzt, könnte jetzt noch einen Livestream dazufügen irgendwie, und ich kann aber auch ein Pip-in-Window machen. Das heißt, hier muss ich dann aussuchen, was ist der Hintergrund und was wird vorne dran eingesetzt. Also wenn ich jetzt hier das als Hintergrund nehme, das als Vordergrund, dann kann ich hier auch noch die Skalierung definieren von meinem Fensterchen und kann das übernehmen. So, jetzt habe ich auch wieder drei verschiedene Einstellmöglichkeiten, die ich habe. So, und er hat mir schon wieder, ohne dass ich es wollte, auf Loop-Through gestellt. Merkwürdig, ist mir vorher nie passiert. So, gut. Jetzt haben wir noch weitere Sachen. Also wenn ich live streame, habe ich die Möglichkeit, hier auch meine Kommentare anzugeben. Und zwar beim Livestreamen, je nachdem, wo ich hingehe, bis zu 3 verschiedene Streaming-Server, die Kommentare mitliefern können. Dann kann ich hier zwischen den Kommentaren hin und her springen. Ja, brauche ich also nicht gleichzeitig noch ein Tablet offen halten, um die Kommentare beim Livestream zu sehen. Hier haben wir noch ein kleines Spielchen für Spiele. Ich kann hier ein Scoreboard noch definieren, wo ich halt für entsprechende Dokumentation von Spielen, bei denen ich unterwegs bin, das aufziehen kann, und kann hier auch noch die Teaminfos, also da kann ich noch Logos hinterlegen, kann die Namen, kann sagen, was ist es denn für ein Spiel, etc. Und das kann ich alles hier hinterlegen. So, gut. So, also, dann gehen wir mal wieder auf unsere Einstellung drauf. Wenn ich über Custom RTMP gehe, den Link drücke, dann kann ich hier über eine E-Mail, die ich an meine Adresse, die hinterlegte E-Mail-Adresse, versendet wird von YOLO, auf eine Webseite gehen. Der Link ist in der E-Mail drin. Und ich kann hier meine Parameter, also Server, RTMP-Servername und der Streaming-Key eintragen und kann auf die Art und Weise hier auch Verbindungen mit anderen schon bereits geplanten Livestreams eingehen. So, da ist allerdings, habe ich ein paar Probleme gehabt und habe sie immer noch. Also ich schaffe es zum Beispiel nicht, über Custom RTMP einen bereits geplanten YouTube-Stream tatsächlich hier zu verbinden und zu machen. Das geht leider nicht. So, gut. Jetzt nur noch ganz zum Abschluss. Ich kann natürlich hier, also ich habe jetzt die YOLO-Box momentan ja schon mit den Atems kaskadiert. Und ich habe mir überlegt, was kann ich denn noch machen? Zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin. Also, ich habe ja hier noch meine Streaming-Bridge liegen. Und da habe ich mir überlegt, dass ich hier... So, da oben sind wir. Jetzt besser. So, ich kann meinen Atem Mini Pro über den Netzwerkanschluss, also entweder über das Internet oder ja, im lokalen Netzwerk hier mit der Streaming Bridge verbinden, und habe dann ja hier einen HDMI-Ausgang an der Streaming Bridge, mit dem ich in die YOLO-Box reingehen kann, ähnlich wie ich das jetzt direkt gemacht habe, halt über
Multiview beziehungsweise über den Mini, dass ich den Ausgang dupliziert habe über einen Splitter. So, also auf die Art und Weise kann ich jetzt auch den IP-Stream in die YOLO-Box bringen und kann hier weiter streamen. Aus welchem Grund auch immer, weil ich jetzt zum Beispiel auch hier einen Splitter habe und etwas an einen Beamer werfen möchte und dann weiter streamen. Also normalerweise ist das von Blackmagic vorgesehen, dass hier natürlich, wenn ich weiter streame, auch ein Pro oder ein ISO hinten dran hängt. Aber auch die YOLO-Box, mit der YOLO-Box kann man das machen und das funktioniert gut. Was ich auch ausprobiert habe, wäre, ich habe versucht mit der YOLO-Box und dem Custom RTMP die Streaming Bridge anzusteuern, um dann wieder in die Atom Mini-Familie reinzugehen. Also hat einen praktischen Hintergrund. Ich bin jetzt zum Beispiel schön unterwegs mit zwei mobilen Kameras, nehme schön auf und möchte das im Studio weiterverarbeiten. Also das heißt, das noch kommentieren, switchen, andere Sachen noch mit reinsetzen. Also wie ein Reporter, der vor Ort unterwegs ist, der in die Streaming Bridge rein sich anwählt und dann weiter verbindet. Das funktioniert bisher leider nicht. Das habe ich nicht zum Laufen bekommen. Da weiß ich noch nicht, ob ich da einfach nur zu dumm dazu bin, die Parameter richtig einzutragen, weil ich habe es ja auch mit YouTube nicht hingekriegt. Und die zweite Alternative ist, das ist das, was eigentlich auch bei Blackmagic drinsteht. Ich kann nur von Mini Pro oder Mini Pro ISO auch tatsächlich auf die Streaming Bridge drauf zugreifen. Also nur für diese zwei Geräte ist das eigentlich vorgesehen, dass ich hier diese IP-Verbindung nutzen kann. Also wie es hier drin ist, das funktioniert wunderbar, ob im Netz, im eigenen lokalen Netzwerk oder übers Internet. Das geht, aber sowas geht leider nicht, aber das wäre eine ganz tolle Anwendung. So. Das wären meine Gedanken, die Einführung zu der YOLO-Box. Die YOLO-Box selbst draußen. Ich habe sie bis jetzt noch nicht zum Livestreaming verwendet, sondern habe das Ganze nur für Aufnahmen gemacht. Also das heißt, die Kamerafunktion benutzt und das gemischte Ergebnis auf die SD-Karte abgespeichert. Und auch das geht ganz gut. Was man sich halt merken muss, man muss sich einen Workflow definieren, dass man auch alles richtig einstellt, weil wenn meine Audioeinstellungen, die sind nicht permanent drin, wenn ich einen neuen Stream anfange, muss ich alles wieder komplett einstellen. Das heißt, wenn ich hier auf die Audiofunktionen gehe, ist immer alles auf Automatik eingestellt. Er merkt sich zwar die Prozentsätze, der Pegel, aber er stellt immer auf Automatik. Und wenn ich jetzt nur von einer Kameraquelle den Ton erwarte, dann gibt es Probleme, wenn man das vergessen hat, umzustellen. Ja, dies ist die YOLO-Box in einer kurzen Einführung von knapp einer halben Stunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir das mit dem Daumen nach oben. Wenn noch Fragen offen sind, schreibt es mir in die Kommentarzeile. Ich antworte darauf. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich sage Tschüss.